Hast du Anteil, ne? Mhm. Hallo Freunde, ich muss von vornherein sagen, ich bin auch nicht der große Koch. Ich bin auch nicht der große Fan von erhobener Kochkunst. Aber ich kann euch was zeigen, ne, was ihr auf jeden Fall auch in der Ausbildung euch leisten könnt. Und. Ne, und zwar heute mache ich Butter-Sandwiche. Ne, mit Buttertoast. Hier, ganz billiges Buttertoast aus dem Famina für 60 Cent kann man sagen. Ne, dazu brauchen wir noch hier eine wunderschöne Salami. Kostet ungefähr im Famina 2 Euro. Ne, dann nehmen wir noch die gute Letter. Die gute Letter Original. Kostet ungefähr im Laden 1,50 kann man sagen. Ne, und der braucht noch einen guten Käse, einen Gouda-Käse. Den haben wir aus dem Famila geholt. Ne, für ungefähr 1,50 Euro oder so, circa, kann man sagen. Ne. Und ich zeige euch jetzt, wie man vernünftige Sandwiches macht. Ne. So, da haben wir den Toaster. Zeig mal. Das ist ein ganz billiger Toaster, ne, kostet im Laden vielleicht 20 Euro oder so. Ne. So, gut. So, jetzt kommt das Erste, was man macht. Ne? Und zwar, das müsst ihr wirklich liebevoll machen. Ne? Ihr nehmt Letter, ganz normale Butter. Damit bestreicht ihr beide Seiten ganz professionell oder unprofessionell mit Butter. Ne? Das kann auch jeder Lehrling machen, der irgendwie eine Ausbildung macht, als Koch oder als Trockenbauer oder was weiß ich, bestrocknisch. Das schmiert ihr einfach mit Butter. Ne, könnt ihr auch ganz normale deutsche Markenbutter nehmen, wenn ihr wollt. Ne, aber natürlich mit Letter, das Original kann ich nur weiterempfehlen. Ne, weiter geht's hier. Zack. So. Schön mit Butter geschmiert. So, weiter geht's. Was brauchen wir denn noch alles? Ne, dann nehmen wir diese Mettwurst. Von Hofgut diesmal. Ne. Machen wir darauf, sagen wir mal, vier Scheiben pro, ne? Vier Scheiben, zack, zack, zack. Ne, das reicht, würde ich sagen. So, dann haben wir den guten Käse, den guten Gouda-Käse von Hofgut. Ne, machen wir mal, zerreißen wir mal. Zack, zack, zack. Kann man auch schneiden, ne? Wenn man es professionell machen will, dann kann man es auch schneiden. So, dass am besten den Käse so positionieren, dass er mittig bleibt, weil ansonsten saut ihr euren Toaster ein. Ne, weil der Käse fließt. Ja, und das Problem an der ganzen Sache ist einfach, ist das ein Ketchup? Oha! Siehst du, und zu guter Letzt kommt noch Tomatenketchup auf diese ganze Sache. Ne, das ist natürlich jetzt ein bisschen dummer Verschluss. Aber da haben wir auch kein Problem. Da haben wir kein Problem. Machen wir da ein bisschen drauf. Da ein bisschen drauf. So, super, Freunde. Das hat doch astrein funktioniert hier. Den Rest, der da dran ist, schnell nur noch ab. Weißt du? So macht man das auf jeden Fall. Na gut, und damit ist euer Buttertoast oder euer Buttersandwich mit Salami, Käse, Tomatensauce eigentlich fast fertig. Ich zeige euch jetzt, was ihr noch machen müsst. Ihr müsst jetzt den Deckel draufsetzen. So, einwandfrei, ausgevorzüglichst. Kann ich nur sagen. Ausgevorzüglichst. So, dann macht ihr den Toaster an. Uiuiui, der dampft damit schon. Alter Vater. So, dann macht ihr. Da, guckt. Da sind die Sandwiches. Macht man doch so rein, ne? Oder weiter, ne? So, zack, zack. Ich bin fast so verbrannt, Alter Vater. Ich will, das ist heiß. So. Gut, jetzt versuchen wir das Ding noch zuzukriegen. Wie lange braucht das? 5 Minuten oder was? Drei Minuten. So, dann machen wir das Ding mal zu. Vernünftig. Ja, und in 3 Minuten haben wir wunderschöne Sandwiches. Ne? Mit Salami, mit Käse. Dann ist der Käse geschmolzen, dann ist die Butter schön geschmolzen. Dann ist die Butter schön verlaufen mit dem Ketchup zusammen auf der Salami-Wurst. Einwandfrei, besser geht's nicht. Und was ich dazu noch sagen muss, ich arbeite nicht bei der Hemdtankstelle. Mein Kumpel arbeitet bei der Hemdtankstelle, aber ich habe vorhin das T-Shirt. Shoutouts gehen raus an meinen Kollegen.
Ja, na gut, jetzt müssen wir halt noch 3 Minuten warten und anschließend haben wir dann unsere wunderschönen, super guten Butter-Sandwiches. Unsere wunderschönen Butter-Sandwiches. Ne, kann man sagen. Ja, wunderschönes Kochrezept. Hiermit. Wollen wir uns gerade warten, oder? Nee. Ja gut, hiermit beende ich das Ganze. Ne, habt ihr wunderschöne Sandwiches, die ihr auch als Student euch leisten könnt, die erschwinglich sind. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und guten Abend, oder wie auch immer. So, machen wir.